Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Heute können wir nochmal wieder einen Blick auf unser Getreide werfen. Wie ist denn da immer noch nicht der richtige Status? Schade. Sollen wir nochmal Geld verdienen? Weil viel anderes kann ich im Moment gerade nicht machen. Dazu muss erstmal der Status umswitchen. Können wir hier gerade mal gucken, ob es da ein bisschen was zu tun gibt? Nein. Das ist relativ einfach. Da wäre ein Säen für 8000. Und hier wäre ein Säen für 6000. Allerdings sind das hier die größeren Maschinen. Ich würde sagen, das nehmen wir. Dem Joshua Allen. Geiler Klang. So, setzen wir gerade mal zurück. Heute gab es übrigens ein Update. Also heute, wo ich die Folge aufnehme. Beziehungsweise das Update gab es vielleicht schon früher, ich weiß es nicht. Beim Spielestart kam jedenfalls die Meldung, dass ein Update da ist, dass ich doch bitte laden solle. Habe ich dann jetzt natürlich auch erstmal gemacht. Was seitdem jetzt funktioniert, was vorher nicht ging, ist, ich habe einen Mod drin für die Fruchtzerstörung. Der wurde mir vorher nie angezeigt. Jetzt mit dem Update Karma. Ich konnte ihn jetzt auch aktivieren. Das heißt, wenn wir jetzt durch unsere Felder fahren, dürfte die Frucht zerstört werden. Hoppala. Bin ich mal drauf gespannt. Werden wir merken, wenn wir das nächste Mal was düngen müssen. Dann sollte das eigentlich greifen. Und dann macht es glaube ich auch Sinn, dass man für die Feldbearbeitung, also gerade Düngen und so, dass man da dann schmalere Reifen drauf macht. Kann man nämlich, soweit ich es weiß. Und macht dann wie gesagt sogar richtig Sinn. Ups, ein bisschen, ja, lassen wir ein bisschen viel Platz am Rand. Steuerung ist heute ein wenig sehr indirekt, habe ich den Eindruck. Spiegel sind beide so eingestellt, dass weder der eine noch der andere was taugt. Heute fahren wir arg zickzack, habe ich den Eindruck, ne? Naja. Ein Slalom in Ehren kann keiner verwehren, oder so ähnlich. So. Sieht doch soweit ganz nett aus. Jetzt fahren wir nur mal wieder viel zu weit. Ich weiß nicht, ob es mit dem Update irgendwas im Spiel an der Steuerung verstellt hat. Die Lenkung kommt mir sehr indirekt vor. Muss ich nachher nochmal in den Einstellungen gucken. Die könnten wir mal wieder anmachen, ne? Und dann hoffe ich doch, dass bald endlich mal die nächste Fruchtstufe erreicht oder Wachstumsstufe erreicht wird, dass wir bei uns auf dem Feld auch wieder was weitermachen können. Das wäre ja schon nett. Weil im Moment können wir ja so überhaupt nichts machen. Außer halt ein bisschen Geld verdienen, indem wir hier für andere Leute arbeiten. Und dadurch ein bisschen mal den Kredit abzahlen, das ist natürlich auch ganz nett. Ich müsste mal gucken, dass ich irgendwann anfange mit
Silo machen, weil Silo bringt richtig Geld. Können wir im Prinzip den Mais mal häckseln. Wir haben ja ein Maisfeld. Müssen wir uns einen Häcksler ausleihen oder mieten halt. Und vielleicht noch einen LKW mit großem Anhänger oder so. Oder wir nehmen halt die zwei Anhänger, die wir haben. Das geht ja auch zur Not. Hängen wir die an zwei Traktoren dran, in jeden einen. Oder holen uns nochmal so zwei Anhänger, das müsste auch gehen. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Und bringen das Ganze dann in die WGA. Falls es ja einen gibt auf dem Feld. Dafür sollte ich mir dann aber Cosplay installieren, dass die dann automatisiert hinter dem Maishäcksler hinterherfahren, weil sonst zieht sich das ja ewig. Also sonst können wir dann halt tatsächlich nur mit einem arbeiten, weil ich nicht zwei Traktoren gleichzeitig fahren kann. Einen auf dem Feld und ich glaube alleine folgen ohne Cosplay, das kennen die nicht. Da bräuchte man jetzt einen Multiplayer. Einen Traktor fahre ich und einen der andere. Im Idealfall fährt den dritten dann der Häcksler. Oder umgekehrt, der dritte den Häcksler. Das wäre dann natürlich absolut perfekt. Aber wir sind halt alleine. Ein kleiner, einsamer, allein lebender Bauer. Ohne Bäuerin. Wäre natürlich auch nice, wenn man mal den Landwirtschaftssimulator so ähnlich wie mit die Sims spielen könnte, dass man da mehrere Figuren hat. In einem schickt man aufs Feld, in anderen spielt man auf dem Hof. Oder so ähnlich. Hätte dann auch was, finde ich. Wobei ich da ja immer noch sehr auf Kettle und Korb setze, dass man da, die sollen dann, das Helfersystem soll da ja ausgesprochen gut sein, die dann halt auch tatsächlich mehr können als nur den Schlepper auf dem Feld hin und her fahren, sondern halt auch wirklich den Traktor zum Feld hin oder halt dem Maishäcksler folgen und anschließend, wenn der Anhänger voll ist, das Saatgut oder den Mais dann zur BGA bringen, selbstständig. Also Sachen, was halt Cosplay im LS17 oder im LS15 konnte. Den LS17 habe ich auch schon gesehen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, das runterzuladen. Da bin ich irgendwie zu doof für gewesen, habe den Link nicht gefunden. Ich war zwar auf der Seite, aber ich habe keinerlei Download-Link gefunden. Was mir da nicht ganz viel geholfen hat. Weil ohne Link kommt man nicht weit. Fahren die Rücken zickzack zusammen, das ist schon der Wahnsinn, ne? Ich hoffe, wir müssen nicht nachbessern, aber normalerweise sollte das so passen. Die Helferarbeiten sind ja doch sehr fehlertolerant. Ideal für mich. So, 2000 Bonus, perfekt. Haben wir wieder 15.000. Und 10 Minuten. Können wir noch was machen? 8 Minuten. Jawohl, das machen wir doch gleich noch mit, wenn wir schon hier sind.
Oh, die großen Dieseltraktoren, also die großen Traktoren, das Motorengeräusch mag ich total. So dieses tiefe Bollern. So. Und dann hängen wir noch das gute Güllefass an. So. Das scheint auch ein Vakuumfass, also ein Vakuumfass zu sein. Wunderbar. So, starten wir. So. Oh ja, da spritzt er richtig schön weit. So, Achtung, Gestank. Geil. Das ist immer so toll, wenn dann hier jetzt im Frühjahr die Landwirte die Gülle ausfahren. Das riecht dann immer ganz hervorragend. So, dann haben wir gleich noch wieder, können wir noch mal wieder 10.000 oder so zurückzahlen von unserem Kredit. Dass wir den langsam aber sicher abgebaut kriegen. Dass wir den mal nutzen können, wenn wir irgendwo mal dringend Geld, schnell Geld brauchen. Was natürlich sehr von Vorteil ist, dadurch, dass man halt die Maschinen noch zum Beispiel mal einen Tag leihen kann oder so. Das ist dann gerade für unseren Häcksler ganz gut. Weil der kostet ja ein paar hunderttausend. Da wäre das natürlich schon sehr von Vorteil, wenn man den erstmal mieten kann und dann später mal kauft. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was mit dem Update verbessert wurde. Müsste ich mal gucken, ob ich das irgendwo bei Giants auf der Seite finde. LS17 gehört zu den wenigen Spielen, die ich tatsächlich nicht über Steam gekauft habe, sondern über Amazon als ganz normale Spiele-DVD. Und von daher, Steam kriegt man ja die Update-Hinweise, kann man ja da ganz einfach nachgucken, sofern der Publisher sie da oder der Entwickler sie halt dort notiert. Farm Expert macht das ja grundsätzlich nicht, da sieht man also überhaupt nicht, wo und wann Updates kamen. Aber ich nehme mal an, Giants macht das schon. Haben wir es geschafft. Dann gibt es noch mal ein paar tausend Euronchen. Wie gesagt, ich bin da noch mal echt gespannt, wenn wir über unsere Felder fahren, was das mit der Fruchtzerstörung auf sich hat. Weil es ist ja dann doch ein bisschen realistischer, wenn man durchs Getreide fährt oder halt durch die Pflanzen fährt. Dort, wo man lang gefahren ist, gehen sie halt kaputt. Sieht man ja auch mal in den Feldern hier in der Realität. Die Fahrspuren von den Traktoren, wenn die da durch sind. Deswegen haben die ja oft auch diese riesen Maschinen, dass die halt entsprechend selten da durchfahren oder nur wenig durchfahren müssen. Weil die Spritzpumpe halt schon so ewig großen Ausleger hat.
So, nochmal 3000 verdient. Wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall mal 10 zurückzahlen. Ich glaube, nochmal schaffen wir nicht, ne? Ne. So, gehen wir direkt mal zur Bank. 5000 zurückzahlen. So. Wir sind unter 100.000. Halleluja. So. Dann gehen wir mal an den Hof. Und ich sage dann auch jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir heute wieder nichts auf den eigenen Feldern gemacht haben. Aber solange da nicht die nächste Wachstumsstufe kommt, haben wir da auch wenig Chancen, was zu tun. Ich hoffe, es kommt bald. Und ja, bis dahin müssen wir uns halt mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.